Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um eine Tasche gehen von der Firma K&F, vielseitig einsetzbar, aber auch für unterschiedliche Leute geeignet. Sie hat 10 Liter Fassungsvermögen. Wir haben die Tasche mal befüllt und lasst euch mal gleich überraschen, was da so alles drin ist. Weiterhin haben wir sie ja auch einen Härtetest unterzogen. Wir haben sie nämlich mal mitgenommen in einer Waschanlage, aber dazu komme ich gleich noch. Schauen wir uns mal die Tasche mal ein bisschen genauer an. Sie ist sehr hochwertig verarbeitet. Vorne, genauso wie hinten und die Seiten, sie sind abwaschbar, was ja auch ganz wichtig ist. Wir haben 3 Reißverschlüsse. Kommen wir mal zum ersten Reißverschluss. Mit einer Lasche, was uns auch ganz wichtig ist, wie man das vielleicht auch schön sieht, ist der Reißverschluss sehr leichtgängig. Und schauen wir mal, was wir im ersten Fach drin haben. Einmal eine Geldbörse. Das zweite haben wir ein Samsung Galaxy S23 Ultra drin. Weiterhin kleines Möppchen. Da sind ja Speicherkarten drin. Sollte man ja auch mal mitnehmen, wenn man mal eine Actioncam mitnimmt. Weiterhin haben wir in diesem Fach ein Reißverschlussfach noch, wo wir nochmal ein Handy drin haben. Und wir haben innen drin auch noch 3 Taschen, ich zeige es euch gleich, die auch noch abgetrennt sind, wo wir zum Beispiel Bluetooth-Fernbedienung drin haben und Visitenkarten, aber dass man das mal vielleicht schön sieht. Wie gesagt, hier auch ein weiteres Fach drin und 3 weitere Fächer, die auch mit Klett zugemacht werden. Also es geht schon mal in dieses Fach ziemlich viel rein. Und wir haben hier ein weiteres Bändchen, wo der eine oder andere sich vielleicht fragen könnte, für was das geeignet ist. Ja, so wie hier, ich bin ja mit dem Motorrad unterwegs. Und wenn ich mich vom Motorrad entferne, muss ich meinen Schlüssel irgendwo hin tun. Ich habe natürlich das Gegenstück an meinem Schlüssel auch befestigt. Klipse es einfach dran, mache das auch noch mit rein. Und auf jeden Fall habe ich meinen Schlüssel sehr gut verstaut. So, dann gucken wir uns mal das Hauptfach an. Auch wieder mit einer Lasche. Leichtgängig alles zu öffnen und zu schließen. Was haben wir denn drin? Wir haben eine komplette Funke drin von Holyland, LAGMAX 2, die meisten kennen es ja. Was man vielleicht unten auch gesehen hat, man kann natürlich ein Stativ bzw. ein Selfie-Stick unten dran tun. Ich habe mich jetzt mal kurz für den Selfie-Stick entschieden. Das Stativ hatten wir auch schon dran. Warum war es wichtig? Weil ich hatte den Kopf da drin noch. Also fangen wir mit dem Kopf an. Dann ein kleines Stativ. Der Rucksack ist gleich voll. Dann, weil wir gerne auch mal mit dem iPhone filmen, haben wir die Brandon Lee Edition. Der ein oder andere wird es ja dann kennen. Auch das haben wir hier drin. So, hätten also auch fürs iPhone dabei. Ich muss schon gucken, wie mir das hier verstaut. Hier geht wesentlich mehr rein. Dann haben wir 2 Käbelchen. Für was? Ganz klar, eine Powerbank sollte man natürlich auch mitnehmen. Eine Actioncam von DJI, die Osmo Action 4, die Ace Pro. Ich glaube, beide brauchen wir sie nicht mehr vorzustellen. Aber falls wir doch eine Cappy dabei haben, wir haben die Go 3 auch noch dabei. Also wie man sieht, es geht schon eine ganze Menge rein. So, jetzt müssen wir aber erst zum hinteren Fach kommen. Das natürlich auch wieder durch einen Reißverschluss leichtgängig zu öffnen und zu schließen ist. Da haben wir unser nächstes iPhone 15 Pro Max mit einer Festplatte drin. Das legen wir jetzt mal lieber hier hin. Der Rucksack ist nämlich voll. So, was jetzt wichtig ist, das eine Fach, wenn wir das mal kurz durchmessen, haben wir knapp 24,5 cm. In der Länge und in der Tiefe sage ich ca. 12,5. Das Hauptfach sage ich ca. 29 cm
und in der Tiefe würde ich sagen 18 cm. Und das hintere Fach haben wir ca. 22 cm und in der Tiefe 17,5 cm, dass ihr ungefähr mal die Maße habt, was man alles auch reintun kann. Die Tasche hat ja eine gewisse Breite. Was ich gut gelöst finde ist, vielleicht hört man das jetzt schön, wenn ich durch Klett genau dieses Teil raushole, was dieser Tasche die Stabilität ja verleiht, das kann ich ja ziemlich flach machen. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich erstmal alles aus der Tasche rausholen wollte, weil die Tasche ist ziemlich flach. Also ich kann sie überall verstauen. Ich könnte sie sogar in die Jacke verstauen. Und das ist ja ganz wichtig, wenn ich unterwegs bin. Wie gesagt, das kann ich ja auch einmal vielleicht falten. Noch wenn ich möchte, könnte das noch dazu tun. Das Wichtige ist einfach, ich kann es ja in verschiedene, ich sag mal, Möglichkeiten auch wieder dann reintun, dass ich seitlich noch was hätte, Kleinigkeiten. Aber man hat gesehen, es geht genug rein. Die Stabilität der Tasche bekommt es durch diesen Versteifung, so nenne ich das einfach. Und wie man sieht, auch ziemlich einfach einzusetzen. Wir haben einen Tragegurt, 130 cm in der Länge, auch alles verstellbar, ziemlich einfach. Und als Hüfttasche alles zu benutzen. Und was ich gut gelöst finde, ist, alles einzustellen von der Länge her, wenn ich das hier löse über den Clipsverschluss. Super gelöst. Und alles, wie gesagt, sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Und dann haben wir natürlich noch unseren Tragegurt. Ja, Trageriemen. Der eine nennt es so und der andere nennt es so. Deswegen habe ich jetzt einfach mal beide genannt. Die Tasche auf jeden Fall bekommt das allererste Däumchen schon mal von uns nach oben und ist auch auf jeden Fall von unserer Seite her zu empfehlen. Wir haben ja noch gesagt, dass wir noch einen weiteren Test haben und da wollen wir mal die Wasserdichtigkeit ein bisschen überprüfen. Da wir es aber im Härtefall machen wollen, nehmen wir euch mit in eine Waschanlage. Wir werden dann das Ganze ein bisschen auch anders da befüllen, nehmen das noch mal ein bisschen raus, nehmen natürlich jetzt schon mal vorher ein bisschen was raus, dass es nachher ein bisschen schneller geht. Und dann schauen wir mal, wie die Tasche sich so schlagen wird. Also bleibt einfach dran und bleibt gespannt. Wir sehen uns dann gleich in der Waschanlage. Ciao! So, wir sind jetzt in der Waschanlage angekommen. Wir werden jetzt erstmal unsere Tasche hier ausräumen. Wieder unsere Portemonnaie. Unser Samsung-Handy, hier erstmal das hintere Fach wieder schließen. Dann haben wir natürlich unsere Powerbank, die Action-Cams. Ich weiß, die könnte man auch drin lassen, aber wie gesagt, das ist der allererste Versuch. Auch wir sind neugierig. So, jetzt haben wir das Fach leer. Jetzt machen wir das vordere Fach noch leer. Holen hier noch das letzte iPhone raus. So, jetzt werden wir im großen Fach erstmal die große Zewa-Wisch- und Wegrolle reintun. Dann werden wir, wie schon erwähnt, 0,5 Liter Flasche reintun. Und wir haben hier noch die kleine Zewa-Wisch- und Wegrolle, wo wir uns aber ein bisschen was abmachen. Dann auch noch hier an der Seite, dass man eine Vorstellungskraft hat, was alles so in die Tasche reingeht. Und so, und man sieht, man kriegt sie ziemlich leicht zu. Jetzt machen wir einmal vorne ein bisschen Zewa rein. Hinten werden dann die Tasche hier einfach mal dranhängen, weil hier weiß ich, dass es wasserdicht ist. So. Dann machen wir sie mal sauber. Hä? Thank you.
So, zum Test würde ich sagen, dürfte das langen. Ich bin genauso gespannt. Also, ich würde sagen, das nennt man mal in dem einen Fach schon mal trocken. Ah, oben kam ein kleines bisschen rein, die erste Lage. Gut, unten ist trocken. Also man sieht, es ist nichts gestellt, aber hier ein kleines bisschen. Okay, und wir haben ja schon brutal drauf gesprüht. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und hinten ist es auch ein kleines bisschen feucht. Gut. Ich würde auf jeden Fall der Tasche vertrauen. Wenn ich mir natürlich ganz sicher sein möchte, würde ich mir noch einen kleinen Plastikbeutel nehmen, würde das Zeug dann reintun und würde es so verstauen dann in dem Moment, dass die Öffnung natürlich nach unten geht. Dann bin ich zu 100% safe. Aber wenn ich auch bedenke, was die Tasche kostet, dazu komme ich gleich noch, kriegt sie auf jeden Fall von mir ein Däumchen nach oben, weil das war jetzt Hochdruckreiniger. Und das sind natürlich schon ganz schöne Kräfte, die da drauf ja auch wirken. Wir haben damals die Tasche gekauft für 36 Euro, das möchte ich mal so erwähnen, bei Amazon. Wir werden sie euch mal verlinken, wir haben sie aber heute Morgen gesehen für 45 Euro. Gut, ist halt nun mal so. Bei K&F auf der Seite kostet sie auf jeden Fall weniger, aber da kommt der Versand noch dazu. Ich werde euch auf jeden Fall beides verlinken, schaut es euch dann mal an. Wer die Tasche hat, schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr davon ja auch so haltet. Ja? Ich glaube, deutlicher konnte man das jetzt auch so nicht zeigen, was alles reingeht, auch schon vorher. Und das eine Fach war ja auf jeden Fall wasserdicht. Und bei dem anderen, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass das auch so sein wird, weil Hochdruckreiniger ist halt doch das Brutalste, was man machen kann. So, jetzt möchte ich natürlich hoffen, dass euch das kleine Video gefallen hat. Dann lasst uns doch ein Däumchen nach oben da. Wer es noch nicht getan hat, abonniert unseren Kanal. Ja, aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpassen tut. Bis zum nächsten Mal, euer Heiko. Ciao.